Ja, hi, willkommen, mein Name ist NeuroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 2, Konto geschickt zurück. In der letzten Folge haben wir die Ruinen-Level und Cold Hard Crash, diese Eis-Level hier abgeschlossen, genau. Und jetzt machen wir die 20. Level, Behaving, versteht ihr es? Wir haben Aku-Aku, zwei Stacks, sag ich mal. Und den Boss müssten wir eigentlich auch in diesem Part noch schaffen, hoffentlich. Außer diese Level dauert natürlich wieder den ganzen Part, wie die letzten anderen Level. Wie? So, komm mal her. Muss da getroffen werden? Jawohl, ha! Oh, guck mal da. Hulra! Hatten wir überhaupt schon mal im zweiten Teil? Aus dem Weg. Aus dem Weg. Wie? Boah. Weil ich es kann. Sehr gut. Kann ich euch so töten? Ich hab so das Gefühl, da kann ich so nicht runter einfach, ne? Bist euch. Ich lebe jetzt hier drin. Mir kommt mir nichts an. Ma. Oh. Ja, die Level läuft. So, protect me. Pff. Ach, die, jetzt verstehe ich, wofür die wahrscheinlich da sind, ne? Soll mich da raushämmern? Das ist aber voll brutal. Boah, war... Okay, zum Glück dreht er sich. Wenn er herauskommt. Okay, das sieht sehr verdächtig aus. Komm noch mal zurück, wenn ich das Ding hier gefunden habe. Hey! Ich wurde nicht getroffen, ich habe gerade eine Aufnahme gesehen. Oh, ich bin voll weit weg, ne? Ja. Und brutal auf einen zukommt er mit seinem Hammer. Seinen mächtigen, dicken, großen Hammer. Bist euch! Keine Ahnung, das sieht aus wie so eine Treppe, das sieht verdächtig aus. Oh, ich hasse diese Dinger. Die Gegner in diesen Art von Level, die finde ich irgendwie nicht gut. Ey, die sind voll schwer und ich habe 19 Kisten und 19 Leben. Ich kann mal wieder ein Checkpoint oder so. Meine Nase, die fängt die ganze Zeit an zu jucken. Was soll das? Auf damit! Bist euch! Ja, ne, vielleicht hätte ich was in den Litro-Dinger hier reinschießen sollen. Ma! Ich hätte gerne mal einen Akku-Akku. Dann würde ich sogar da reinrennen. Gucken, was da passiert. Hilfe! Ey! Okay, warte mal gucken. Kann ich nicht einmal die Dingen da treffen? Ich muss er ja wahrscheinlich so machen, ne? Boah, geh auch da lang. Boah. So, jetzt kommt wieder die Hektik-Level hier. Bitch, please. So. Oh. Pflanzen, die Granaten spucken können, oder was weiß ich. Natürlich. Weg. Ja. So, Leben. Ich brauche Leben. Oh nein, das brauche ich nicht.
Oh, ganz viel Leben, wenn es geht. Ich verlange ja nicht viel. Ich möchte nur alle Edelsteine, alle Kristalle und alles mögliche an Leben hier. Stylisch. Oh nee. Wenn ich die Nitro-Kisten kaputt machen würde, dann würden die doch auch kaputt gehen. Jetzt erzähl doch keinen Scheiß, ey. Langsam gehen mir die Leben aus, ich muss irgendwo Leben farmen. Wie mache ich denn das? Aus dem Weg, aus dem Weg. Das müsste ich am besten, wenn ich das grüne Ausrufezeichen-Ding ja aktiviert habe, mal ganz zurückgehen, ne? Pisser! Komm da, Bienen? Nein, okay. Wir sagen, ich habe alles. Ja, okay. Dann ist mir das Ding erstmal egal. Erstmal. So, dann können wir uns jetzt um den Boss von Warp Raum 4, meine ich. Warp Raum. Rum, ich liebe rum. Da findet man bestimmt den letzten Dingenskristall, ne? Edelstein. Farbigen Kristall. Edelstein, meine Güte. Ja. Oh. Sprich zu mir, Gott. Nein, nicht du. Ich habe herausgefunden, dass unsere Gegner angeführt werden von Dr. Nikos Brio, dem Erfinder des Evolvoray. Brio war damals verantwortlich für unser Missverständnis. Er hat mich gezwungen, ihm bei seinen Weltmachtplänen zu helfen. Und jetzt versucht er schon wieder. Er wird sich uns in den Weg stellen. Sei vorsichtig, Crash. Verwende die Plattform. Gib die Kristalle, Engine. Okay. Ja. Wir haben 20 Kristalle. Wir haben 16 Gems. Auf zum nächsten Boss. Wie runter? Ja. Gegen den Boss habe ich noch nie gekämpft, glaube ich. Aber ich glaube, der wird nicht so einfach wie anderen. Ich habe kein Wort verstanden, was er gesagt hat. Immer mit gesammelt haben. Und der hat natürlich 5 Leisten. Der muss ich ja immer übertreiben. Ey. Ja, muss ich machen. Bus. Okay. Muss Äpfel schießen. Pumperfrüchte. Okay. Warum nicht? Sag mal. Keine Ahnung, die von Bosse. Bosskämpfe gegen Engine sind immer irgendwie Maschinen ähnlich, ey. Ja, immer Unmengen an HP. Na gut, hier. Wie die Faust, die Schwerrache und so. Hoffentlich krieg ich. Gehauen. Oh, jetzt die Dinger wahrscheinlich, ne? Oh Mann. Boah, ich treffe die fast gar nicht, ey. Nein, Schatten. So schwer ist der bis jetzt noch nicht. Dauert nur lange, das ist ein bisschen nervig. Ich muss den Part ja mit irgendwas füllen, ne? Jetzt? Ja. Okay. Treff ich den überhaupt? Ich habe manchmal das Gefühl, ich treffe den gar nicht.
Ich habe kein einziges Mal getroffen, ne? Bis jetzt. Hilfe! Wie habe ich das überlebt? Ich kann nicht mehr rutschen, sehe ich gerade. Leute! Okay, der Ding ist gleich auch weg. Was? Hilfe! So, was jetzt? Okay, verdammt. Nicht die Mitte. Er springt auch gar nicht mehr richtig jetzt, ne? Er macht jetzt keinen Salto mehr. Okay, letzte Phase war irgendwie am einfachsten. Okay. Ich weiß gar kein Wort von dem verstanden, akustisch. Okay, die letzten 5 Level. Anscheinend. Was ist dein Problem, Bandicoot? Ich werde dich nicht noch einmal bitten, mir die Kristalle zu bringen. Hol die übrigen 5 Kristalle, Crash, und bring sie mir! Okay. Warum soll ich den jetzt noch bringen? Egal. So, 2, Rocket, 3, 2, 3. Die letzten 5 Level. Alles klar. Ich mach mal hier einen Cut. Also, beendete Part meine ich. Es waren nur 12 Minuten, aber was soll's. Das ist ein schönes Bild, ne? Dead Face. Okay. Es war ein sehr kurzer Part, aber können wir doch gut hier beenden, ne? Ich würde dann sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Crash Bandicoot 2. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.